Für seine Anhänger ist er ein Aufklärer, ein Stachel im Fleisch eines korrupten Systems. Seine Gegner sagen, er zerstört die Demokratie, weil er sich über sie lächerlich macht. Martin Sonneborn ist der Vorsitzende der Partei Die Partei und seit 5 Jahren Abgeordneter im Europäischen Parlament. Herzlich willkommen bei Phoenix. Vielen Dank. Guten Tag draußen an den Geräten. Vielen Dank, dass Sie den ja eigentlich unseriösesten Vertreter der europäischen Parlamentarie hier eingeladen haben. Und kann ich was zu trinken kriegen? Kaffee könnten wir Ihnen anbieten. Wasser? Latte Macchiato wäre nett. Wir tun unser Bestes, die Kollegen. Schau mal, ich schließe mich an. Kaffee in welcher Form auch immer. Champagner geht natürlich auch. Wir sind hier im Herzen Europas, in Brüssel, in der sogenannten Station Europe. Das ist ein ehemaliger Bahnhof. Das hier war der persönliche Warteraum des belgischen Königs Leopold II. Bahnhof gibt es nicht mehr, dafür jetzt ein Raum innerhalb der Gebäude des Europäischen Parlaments. Wie sehen Sie denn Ihre Rolle hier in Brüssel? Pausenclown, Hofnarr, Aufklärer? Ja, ich würde sagen, ich bin Politiker. Ich arbeite zwar mit, sagen wir mal, untypischen Mitteln hier. Ich habe mein Handwerk bei Titanic gelernt, einem Satiremagazin. Und ja, arbeite ein bisschen anders als die Kollegen, aber im Prinzip bin ich Politiker. Abgeordneter des Europäischen Parlaments, das ist meine Berufsbezeichnung derzeit. Sie sind mit Slogans angetreten, für Europa reicht's, für Europa gegen Europa. Was wollen Sie denn jetzt? Europa retten oder die EU zerstören? Ja, der Slogan Ja zu Europa, Nein zu Europa bezieht sich eigentlich darauf, mit dem sind wir in der ersten Europawahl 2014 angetreten, dass wir wussten, dass 70% der deutschen Wähler diese Wahl komplett am Arsch vorbeigeht. Und wir haben gedacht, das sind die 70%, die wir abfischen wollen, die uns wählen sollen. Und deswegen der Slogan Ja zu Europa, Nein zu Europa. Egal, ob Sie dafür oder dagegen sind, Sie können uns bedenkenlos Ihre Stimme anvertrauen und wir machen dann irgendwas damit. So ganz unerfolgreich ist es ja gar nicht. 2,4% jetzt bei der letzten Wahl hat immerhin für 2 Abgeordnete gereicht. 4-mal so viel wie beim letzten Mal. Apropos das letzte Mal. Beim letzten Mal sind Sie angetreten, haben gesagt, nach einem Monat reiße ich wieder ab und dann rotieren wir jeden Monat einen neuen Abgeordneten nach Brüssel. Ist nichts draus geworden. Im Gegenteil, Sie sind jetzt schon in der zweiten Legislaturperiode hier. Wie das? Ja, ich habe das zu vollmundig angekündigt, dass wir durchrotieren wollen und 60 Parteifreunden mal die Möglichkeit geben wollen, hier gut dotiert sich die Stadt Brüssel anzuschauen und das Parlament. Der Parteienrechtler von Arnim ist mir dann da reingegrätscht und hat in einem Artikel in der Legal Tribune erklärt, dass das nicht funktioniert und dass das Parlament uns einfach das Mandat entziehen kann. Es bedarf da einer einfachen Abstimmung im Plenarsaal und da haben wir derzeit keine Mehrheiten. Und insofern war ich gezwungen, hier zu bleiben, tue das aber auch nicht ungern. Also ich habe Spaß gefunden, hier daran Politik zu machen in diesem Parlament und kann mir das auch noch 4 Jahre vorstellen. Ja, war jetzt eine relativ lange Erklärung dafür, dass Sie am Ende nicht gemacht haben, was Sie vorher versprochen haben. Ja, das ist normal in der Politik und ich glaube nicht, dass sich deswegen jemand empört draußen. Wir schauen uns jetzt mal an, wie Sie Politik machen in Straßburg. Wir haben einen kleinen Ausschnitt vorbereitet. Martin Sonneborn im Europäischen Parlament, Rede zur Lage der EU. Das Wort hat jetzt der fraktionslose Abgeordnete Sonneborn. Vielen Dank, Chef. Die EU hat sich verändert. Als ich mein Mandat antrat, wollte ich für ein starkes Kerneuropa kämpfen mit 27 Satellitenstaaten. Diese Anzahl hat sich nun reduziert. Nach dem Brexit und dem anstehenden Ausschluss der Ungarn möchte ich dafür werben, auch den Iren die Tür zu zeigen. Eine Regierung, die es ablehnt, Steuerzahlungen der Firma Apple anzunehmen, könnte den Eindruck erwecken, es gehe um ein Europa der Konzerne und nicht der Bürger. Deswegen appelliere ich an die irische Regierung. Dear Mr. President of Ireland, if you still believe that Apple will create some jobs in Ireland, forget it. Apple only ever had one job, but he is dead. He will not come back. So please take my advice. Take the money and run.
13 billion euro will buy you many, many iPhones. This will generate more income for Ireland. Then you can buy even more iPhones. It's a win-win-win situation. Think it over with a good bottle of whiskey, Slanté. Eine kleine Bitte noch, Herr Juncker. Könnten Sie Ihren Digitalkommissar Oettinger bitte dazu verdonnern, sich mit seinem Handy alle 90 Minuten ins deutsche Festnetz einzuloggen? Das würde die Verhandlungen über Roaming und über Leistungsschutzrecht in Brüssel deutlich aufwerten. Vielen Dank. Herrliches Englisch. An dem TH haben Sie sicher sehr lange gearbeitet. Erinnert ein bisschen an Oettinger, oder? Das stimmt. Ich habe einen alten Penela-Trick angewandt. Ich habe meine Mundwinkel nach hinten und nach oben gezogen, um so ein bisschen oettingerhaftes Englisch zu sprechen da. Das hat ja auch, habe ich den Eindruck, einen ernsthaften Kern. Ist lustig, aber hat einen ernsthaften Kern. Denn Sie sprechen ja eine Sache an, die in der Tat ein Problem ist, nämlich die mangelhafte Besteuerung amerikanischer Digitalkonzerne der Europäischen Union. Was stört Sie am Steuerrecht in Europa? Ja, ganz einfach, dass ich viel mehr Steuern zahle als zum Beispiel der Konzern Apple. Wir wissen ja, dass die in Irland das gesamte Europageschäft besteuern und bei einem Steuersatz, ich weiß nicht, wie Sie versteuern, aber 0,005%, das ist sehr attraktiv. Optimiert, das ist nahezu optimal. Und was mich empört hat, ist, dass dieses Geld nicht mal eingetrieben worden ist in Irland. Da haben sich 12 oder 14 Milliarden angesammelt und die könnte man ja jetzt vielleicht nicht hier, aber in Deutschland gut gebrauchen. Täuscht das oder haben Sie Ihren Stil geändert? Mehr Inhalt und weniger Klamauk als vorher? Ich bemühe mich natürlich, den Stil weiter beizubehalten, aber es ist in der Tat so, dass mir das Klamauk-Machen manchmal etwas schwerfällt, wenn ich sehe, die neuen Entwicklungen jetzt, Ursula von der Leyen, die Kommissionsaufstellung, die Kommissare, die aus den Ländern geschickt werden. Ich arbeite, wie Sie auch gerade gehört haben, an der Verkleinerung der EU, weil ich so illiberale Staaten wie Ungarn und Polen gerne rausschmeißen würde. Korrupte Staaten wie Bulgarien und Rumänien. Dann so Steueroasen wie Irland, Luxemburg, Deutschland. Also es ist einiges zu tun hier. Geht in Sonneborn ohne Klamauk überhaupt, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber wenn ich ernsthafte politische Arbeit in Brüssel will, dann kann ich ja auch Grüne oder SPD oder CDU wählen. Gern. Da sehen Sie auch, was Sie kriegen. Nein, also ich habe Spaß daran, natürlich mit den Methoden, die mir Spaß machen, seit Titanic-Zeiten zu arbeiten. Und das hat den Vorteil, ich bin kein Freund ausgewiesener Sacharbeit, das finde ich langweilig. Es hat den Vorteil, dass unsere Sachen relativ große Öffentlichkeit erreichen. Wenn man eine Kritik mit einem guten Witz verpacken kann, dann verbreitet er sich einfach und dann kann man darüber wiederum auch Politik machen. Jetzt nicht hier bei Phoenix mit ihren Einschaltquoten, aber im Internet zum Beispiel. Vielen Dank für die Blume, ne? Aber ja. Wir hoffen auf ein bisschen was. Wie sieht denn Ihr Alltag so in Brüssel aus? Reden die anderen Abgeordneten mit Ihnen oder schneiden die Sie, weil Sie Nestbeschmutzer sind? Das ist sehr unterschiedlich. Also ich habe wenig Freunde unter den konservativen Abgeordneten, das können Sie sich vorstellen. Es gibt natürlich also jüngere Abgeordnete, sagen wir mal so souveräne Abgeordnete, die kein Problem haben, mit mir umzugehen, mit denen tausche ich mich aus. Es gibt Kontakte natürlich in die SPD, zu den Grünen und zu den Linken und ja, noch nicht zu den Konservativen. Mein Lieblingspolitiker Elmar Brocken, 179 Kilogramm konzentrierte CDU, ist ja jetzt überraschend nach knapp 40 Jahren nicht mehr aufgestellt worden von seiner Partei. Das war eigentlich der Mann. Ich habe mir so drei Aufgaben gestellt, als ich hier anfing. Das eine war halt ein bisschen Transparenz, Öffentlichkeit herstellen für die unseriösen Seiten der Europäischen Union. Die seriösen werden ja von Phoenix und anderen Sendern transportiert. Das zweite war, dass ich ab und zu politische Positionen durchblicken lasse in großen Reden, die ich vor meist leeren Plenarsaal schwinge. Und das dritte war, dicke alte weiße Männer zu ärgern, die EU in diese Situation gebracht haben, in diese Krise, in der sie jetzt ist. Und da war Elmar Brocken ein gutes Pendant. Sie sind ja nicht der einzige Außenseiter im Europäischen Parlament. Da ist ja eine bunte Truppe polnische Monarchisten, Nachfolger der IAA aus Sinn Féin, aus Nordirland und Irland. Und Rechtspopulisten jeder Couleur. Gibt es da so eine Art Schicksalsgemeinschaft, The Freaks im Europaparlament?
Oder reden Sie gar nicht mit denen? Nein, das selten. Also es gibt Leute, mit denen ich nicht spreche. Jörg Meuthen hat mich kurz mal angesprochen von der verfickten AfD. Ich bin eigentlich höflich und grüße auch jeden zurück. Ich hake da einfach mal ein. Das, Ihre Wortwahl ist Ihre Wortwahl, aber die sind nicht da. Können ich habe Immunität insofern. Gut, okay, Sie sind da. Jörg Meuthen hat mich dann mal angesprochen kürzlich. Wir hatten ein Poster mit ihm veröffentlicht. Da hat sich der Ortsverein Karlsruhe der Partei extra noch entschuldigt. Die hatten zum politischen Aschermittwoch sein Bild gepostet und darüber politischer Arsch am Mittwoch geschrieben. Da hat er sich bei mir beschwert. Das war mir unangenehm, weil ich da tatsächlich mit ihm kommunizieren musste. Es gibt eigentlich... Aber haben Sie sich entschuldigt dafür? Oder finden Sie so einen Post gut? Nein, er hat mich gefragt, ob ich das stillos finden würde. Ich habe gesagt, seine gesamte Partei sei doch wesentlich stilloser. Es gibt extrem unseriöse Gestalten im Europäischen Parlament. Ja, aber dann hake ich doch dabei mit denen ein, mag ich auch nicht kommunizieren. Okay, das ist Ihnen ja unbenommen. Aber wenn Sie jetzt so einen Stil okay finden, also Sie benennen jetzt einen politischen Gegner mit Arsch am Mittwoch, da öffnen Sie doch alle Schleusen. Mit welchem Recht wollen Sie dann noch einem zum Beispiel rechten Abgeordneten vorwerfen, wenn die dann ihrerseits hetzen, beleidigen? Sie haben doch dann alle Grenzen gesprengt. Der Ortsverein der Partei Karlsruhe hat sich entschuldigt dafür, dass da ein Rechtschreibfehler stattgefunden habe auf diesem Plakat. Insofern sind wir da, glaube ich, auf der sicheren Seite. Aber ich glaube, es ist ein Unterschied, ob man, wir versuchen seit Titanic-Zeiten Politik zu kritisieren aus einer moralischen Position heraus. Und es ist, glaube ich, ein Unterschied, ob man da zu solchen Methoden greift oder ob man Rechtsradikaler ist und dann anfängt, die politischen Gegner zu beschimpfen. Ich würde auch es doch zurückweisen, dass zum Beispiel AfDler in der Öffentlichkeit im Internet dann Beleidigungen ausbringen und dann hinterher behaupten, das sei Satire gewesen. Meistens schreiben sie es noch mit EE. Das ist natürlich Unfug. Reden wir mal weiter über den Alltag im Europäischen Parlament. Sie haben sich keiner Fraktion angeschlossen. Warum sind Sie nicht grün, links? Ich hätte mich fast der grünen Fraktion angeschlossen. Es war nämlich so, dass Jörg Meuthen von der AfD vollmundig erklärt hat, dass sie eine starke rechte Fraktion im Parlament zusammenstellen würden. Und dann ist er auf lediglich 73 Mandatsträger gekommen. Und die grüne Fraktion hatte auch 73. Jetzt sind die an uns herangetreten, an Nico Semsrott, unseren zweiten Mann und mich, und haben gefragt, ob wir ihnen beitreten. Nico ist dann beigetreten. So hatten die 74 und sind stärkere Fraktion als die Rechtsradikalen geworden. Das ist wichtig im Parlament. Und wenn es jetzt noch ein Rechtsradikaler mehr gewesen wäre, dann hätte ich mir das auch überlegt. Aber als Fraktionsloser muss ich mich weniger rechtfertigen und ich bekomme auch mehr Redezeit. Da gibt es ja wahre Abstimmungsmarathons im Europäischen Parlament, was weiß ich, Dutzende von Abstimmungen innerhalb weniger Minuten. Wie stimmen Sie denn da ab, ohne eine Fraktion, die Ihnen sagt, ob Sie dafür oder dagegen stimmen sollen? Ich habe das früher so gelöst, indem ich einfach abwechselnd mit Ja und Nein gestimmt habe. Die meisten Abgeordneten oder fast alle wissen nicht, worum es geht bei diesen Abstimmungen und orientieren sich da so an Listen. Ich habe aber auch gesehen, dass neben mir so ein fieser FPÖler, ein Rechtsradikaler aus der Steiermark, mit seinem dicken Daumen in der Liste verrutscht ist und dann permanent gegen seine Interessen gestimmt hat. Ich habe gesehen, wie eine SPD-Dame aufstand und gesagt hat, entschuldigen Sie, Herr Präsident, wir müssen die letzte Abstimmung wiederholen. Die komplette deutsche Sozialdemokratie hat sich verstimmt. Wir sind natürlich für Menschenrechte. Also, ist dann wiederholt worden? Oder? Es ist wiederholt worden. Aber ich wollte darauf hinaus, dass eine einzelne Stimme, zumal wir hatten in der letzten Legislaturperiode eine GroKo Haram aus SPD und CDU, eine große Koalition, die hier alles durchsetzen konnte. Und da war es egal. Wieso man, Haram? Spott, Branchenspott eigentlich für die unfähige Große Koalition, die wir in Deutschland haben und die da genauso viel Unheil anrichtet wie im Europäischen Parlament. Und Ihre Zwischenfrage hat mich aus dem Konzept gebracht. Worauf will ich hinaus? Sie wollen darauf raus, dass Sie erklären, wie Sie abstimmen. Ja, genau. Früher immer abwechselnd also Ja, Nein und jetzt machen Sie es offensichtlich anders. Also bei 140 oder 150 Stimmen Abstand ist es vollkommen egal, wie ich abstimme. Und bei knappen Abstimmungen bin ich informiert worden und werde auch informiert von Linken, Grünen oder Sozialdemokraten. Und da lege ich dann meine Stimme schon sehr gezielt. Ich habe auch schon Abstimmungen entschieden im Europäischen Parlament. Was haben Sie denn schon erreicht in Europa? Ich habe mehr erreicht, als ich je hätte erreichen können. Ich habe eine Datenschutzverordnung mit abgestimmt und habe die entscheidende Stimme geliefert. E-Privacy heißt die.
Die kennen Sie nicht, weil die Zeitungsverlage nicht darüber berichten, weil die Zeitungsverleger da eigene Interessen berührt sehen. Und diese Datenschutzbestimmung kümmert sich zum Beispiel darum, dass Ihre Messenger-Dienste, wenn Sie die benutzen, WhatsApp zum Beispiel konnten Sie kennen, wenn Sie mit Ihren Kindern kommunizieren, dass das nicht komplett ausgelesen, analysiert, ausgewertet und verkauft werden darf. Es gibt da momentan keine rechtliche Bestimmung, weil die Gesetze noch auf Zeiten zurückgehen, in denen es lediglich SMS gab. Und das ist also durchs Parlament gegangen, diese E-Privacy-Verordnung, und sie wird jetzt nur noch vom Rat blockiert. Der Rat, das muss man dazu sagen, sind die Arschlöcher in Europa. Es gibt drei Institutionen, das ist das gewählte, demokratisch gewählte Parlament. Das krankt nur daran, dass es kein Initiativrecht hat. In einer Demokratie geht sowas nicht. Die Kommissionen sind Technokraten, die kann man steuern politisch. Und der Rat, das sind die 28 Regierungschefs, und die entscheiden, man sieht es gerade wieder, absolut in nationalem Interesse, und das muss man kritisieren. Das nützt wahrscheinlich nichts, wenn ich Sie bitte, Leute, die nicht da sind und sich nicht wehren können, dann nicht zu beleidigen. Dass, nein, Sie können ja vom Fernseher sitzen, dann würden Sie sich zumindest freuen. Gut, wie viel verdienen Sie denn hier als Europaabgeordneter? Mehr als Sie, hoffe ich. Ich habe ein Buch geschrieben, ich habe alles aufgeschrieben, was ich hier gesehen habe und was ich hier an lustigen Dingen erlebt habe und was ich zu kritisieren habe. Da ist natürlich auch die Höhe des Gehalts oder der Diät drin. Ich weiß nur, dass ich 6.300 irgendwas ausgezahlt bekomme, aber die Sendezeit würde vermutlich nicht reichen, um die weiteren Vergünstigungen, die mir zustehen. Ja, Sie haben das schon mal aufaddiert mit Mitarbeiterpauschale und Büropauschale und Tagungsgelder. Da sind Sie auf über 30.000 Euro gekommen. Wir nennen es Hartz 33, weil es über 33.000 Euro sind. Aber wir dürfen jetzt nicht den Eindruck verbreiten, dass ich mir zum Beispiel die Mitarbeiterpauschale einstecken könnte. Ich habe Assistenten, die auch Geld haben wollen, und das läuft über Zahlstellen. Also seitdem die Osteuropäer in der EU sind, hat man da sehr viele Sicherungsmaßnahmen eingebaut, und da kommt man nicht mehr so einfach ran, leider. Wir schauen uns noch mal eine Rede von Ihnen im Europaparlament an, anlässlich des Besuchs von Angela Merkel. Vielen Dank, Präsident, Frau Bundeskanzlerin. Ich muss mich entschuldigen, ich habe gar keine Rede vorbereitet. Ich habe die Redezeit nur beantragt, weil sie sonst an Udo Vogt von der NPD gefallen wäre. Und ich... Moment, lassen Sie mich ausreden. Und ich verachte Kleinparteien unter 1%, unseriöse Kleinparteien unter 1%. Insofern möchte ich gar nicht viel sagen. Wir haben uns zum letzten Mal gesehen hier beim Abschied von Helmut Kohl. Jetzt sehen wir uns bei Ihrem Abschied. Ich möchte Ihnen auf den Weg geben, Sie werden mir immer sympathischer, je mehr ich Leute sehe, die Ihnen in der CDU folgen werden in den nächsten Monaten und Jahren. Ich möchte Sie bitten, wenn Sie gehen, übergeben Sie unser Land besenrein. Das wäre nett. Und jetzt können Sie gehen. Vielen Dank. Was haben Sie denn gegen die CDU? Was ich gegen die CDU habe? Also ganz einfach, ich sitze im Europaparlament und sehe vorne rechts vor mir, das gilt für die letzten 5 Jahre, einen großen konservativen Block, der praktisch alles wegstimmt mit Mehrheiten, was sich für die Bürger einsetzt, der finanzdienstleistungsorientiert und wirtschaftsorientiert abstimmt, der gegen die Umwelt abstimmt, der für Glyphosat abstimmt. Das ist mir extrem unsympathisch, und deswegen bin ich politisch auf der anderen Seite. Ihre Gegner sagen, das, was Sie machen, zerstört am Ende die Demokratie. Zum Beispiel, weil Sie Abgeordneten, die ernsthafte politische Arbeit machen wollen, den Platz wegnehmen. Ein interessantes Argument. Ich weiß gar nicht, wer für mich im Parlament sitzen würde, aber es wäre ein Hinterbänkler. Wir haben sehr viele Hinterbänkler, wir haben sehr viele einfache Leute, auch dümmere Abgeordnete im Parlament, gerade in den konservativen Parteien. Ich glaube nicht, dass die eine bessere Politik, eine für die Bürger engagiertere Politik machen würden, als ich das tue. Ich habe hier mal ein Zitat von einer SPD-Abgeordneten, Kerstin Westphal, war 10 Jahre lang im Europäischen Parlament. Sie sagt, Martin Sonneborns, ihre EU-Satire sei genauso gefährlich wie die Kampagnen der Rechtspopulisten, weil sie versuchen, die EU von innen zu zerstören, indem sie sie lächerlich machen. Ja, das ist eine nette Analyse. Ich habe die Dame, glaube ich, entlassen lassen. Die sitzt nicht mehr im Europäischen Parlament, wenn ich mich recht erinnere.
Ist nicht wieder gewählt worden, ist vielen SPD-Abgeordneten so gegangen. Ja, ja, zu Recht. Es ist in der Tat nicht so, dass ich die europäische Parlamentarie hier zerstören möchte. Das Konstrukt ist in Ordnung, ist nur mit den falschen Leuten besetzt. Wir haben zu viele Abgeordnete, die nicht im Sinne der Bürger abstimmen. Und deswegen ist auch eine Aufgabe, die wir uns gestellt haben, Öffentlichkeit herzustellen. Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments beklagen sich immer darüber, dass sie nicht wahrgenommen werden in Deutschland. Das ist aber Quatsch, wenn wir mal zum Beispiel Artikel 13, wenn wir mal Abstimmungsergebnisse visualisieren und einfach ins Netz stellen, wer von CDU und SPD wie abgestimmt hat, dann gibt es hinterher Empörungen und Anrufe, bei den Grünen war es auch so, dass Wähler plötzlich sehen, wie ihre Abgeordneten hier für sie abstimmen, und da ist einiges an Unmut in einigen Fällen aufgekommen. Und was kann man denn überhaupt mit den Mitteln von Satire, Ironie, Zynismus erreichen? Also ich glaube, man kann zwei Dinge tun. Man kann erstens Öffentlichkeit herstellen für das, was in die Öffentlichkeit gehört, meines Erachtens. Und zweitens ist Satire, es ist eine Reaktion auf Dinge, die uns umgibt und belastet, und diesem zunehmend irrer werdenden kapitalistischen System hilft es, wenn Sie einen guten Witz über Dinge machen können, die Sie vielleicht nicht ändern können, aber die Sie stören. Können Sie die Einstellung von Menschen ändern? Ich glaube, dass wir haben relativ viele junge Leute, die uns folgen, und dass wir auch eine gewisse Interpretationshoheit über Dinge aus dem Europäischen Parlament haben. Bei Jungwählern, die ehemaligen Volksparteien haben ja mehr so Letztwählerpublikum. Und wir haben bei den Europawahlen festgestellt, dass wir bei den Erstwählern die drittstärkste Partei waren. In Berlin haben wir 4,8% gehabt jetzt zur Europawahl, da lagen wir vor der FDP. Ich glaube schon, dass man moralische Standpunkte verankern kann und dass man eine gewisse Orientierung bieten kann jüngeren Leuten. Ist es auch ein Effekt, dass Sie Menschen für Europa, sagen wir mal, nicht begeistern, aber zumindest interessieren, die sich ansonsten für Politik überhaupt nicht interessieren würden? Dieser Vorwurf wird mir immer wieder gemacht, und zu dem stehe ich. Ja. Im Prinzip machen wir das Gleiche. Eigentlich sind wir Phönix im Europaparlament. Wir geben teilweise unkommentiert heraus, was hier im Europaparlament passiert. Sie berichten. Also wir von Phoenix, wir glauben an mündige Bürger, die sich selber ein Urteil machen wollen. Könnte ja sein, dass sie in eine ähnliche Richtung arbeiten. Wir arbeiten ähnlich, aber beschimpfen. Was wir jetzt allerdings nicht machen, ist sowas wie Sie bei der Aufstellung Ihrer Liste zur Bundestagswahl. Da haben Sie ganz bewusst auf den folgenden Plätzen dann Menschen ausgewählt, die hatten dann so illustre Namen wie Göring und Bormann, Eichmann, Keitel, Hess. Goebbels. Viele Menschen haben gesagt, sowas ist geschmacklos. Ja, das ist tatsächlich geschmacklos. Wir haben nämlich nur einen Goebbels mit Ö gefunden und nicht mit OE. Das sind alles Parteimitglieder. Wir haben die aufgestellt, um auf die Remilitarisierung der EU hinzuweisen und um verwirrte AfD-Wähler abzufischen. Die ersten 10 Namen standen ja auf den Wahlzetteln, und ein AfD-Wähler, der Göring, Eichmann, Keitel, Hess, sieht, ist natürlich da mitunter auch versucht, sein Kreuz bei uns zu machen. Aber es gibt eine wahnsinnige Militarisierung, die wir in der letzten Legislaturperiode beobachtet haben. Ich habe selber einen EU-Haushalt mit abgestimmt für die nächsten 7 Jahre, in dem zum ersten Mal mehr Gelder für Aufrüstung, Grenzsicherung und Militarisierung vorhanden ist als für Entwicklungshilfe. Und das ist natürlich Wahnsinn in diesen Zeiten. Und das geht weiter mit Frau von der Leyen, ist ja eine Kommissionspräsidentin jetzt installiert worden. Keine der gewählten Spitzenkandidaten ist aufgestellt worden, das muss man immer wieder kritisieren, sondern eine Frau, die im Verteidigungsressort schon einiges an Unheil angerichtet hat und die mit Macron zusammen milliardenschwere Flugzeugprojekte angeschoben hat. Die werden sich da gut verstehen, und wir werden weiter aufrüsten, obwohl der Vertrag von Lissabon es der EU untersagt, Gelder in militärische Projekte zu stecken. Seit 5 Jahren sind Sie jetzt im Europäischen Parlament. Im Laufe der Zeit ist Ihnen da die Europäische Union sympathischer geworden, ans Herz gewachsen, oder ist das ein Monster, das nie was wird?
Das Resümee nach 5 Jahren war tatsächlich, das Konstrukt funktioniert, aber es ist mit den falschen Leuten besetzt. Die Leute, die da ins Europaparlament gewählt werden, das sind die Leute, die die Bürger sich gewählt haben durch ihre Abgeordneten. Und der Rat leider auch, die 28 Regierungschefs. Wir bräuchten eine jüngere, eine linkere, eine grünere, da wo es noch Sozialdemokratie in Resten gibt, eine sozialdemokratischere Lösung. Und solange es diese Wahlergebnisse nicht gibt, Wahlergebnisse können Sie ja nur begrenzt ändern, weil die Bürger wählen, wie sie wählen. Was würden Sie denn sonst tun, um Europa voranzubringen? Also ich denke, wir können nur Öffentlichkeit herstellen und einfach zeigen, wie konservativ in Europa regiert wird. Und das ist das Einzige, was wir machen können. Wenn Leute sich dann entscheiden, anders zu wählen, dann freut mich das. Aber ich habe nicht den Anspruch, dass ich jetzt den Kontinent rette. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass zum Teil die seriöseste Kritik von unseriösen Typen wie mir hier oder wie uns jetzt kommt und dass es hier so große konservative Kreise gibt, die eigentlich nicht mehr kompetent kritisiert werden. Im Prinzip steigen ja die Chancen für Ihre Partei, weil SPD und CDU, die Volksparteien, zerlegen sich. Es ist ja jede Menge Stimmen auf dem Feld. Ja, es gibt ja auch eine biologische Seite bei den Wahlen. Also viele Letztwähler sind ja dann auch irgendwann aus dem Rennen. Und da wir die Erstwähler motivieren können, an die Wahlurnen zu gehen, sehe ich da eigentlich, dass wir, ich glaube, führende Mathematiker in der Partei haben mal ausgerechnet, wir verdoppeln unsere Wahlergebnisse zurzeit, wenn wir zum zweiten oder zum dritten Mal auf Wahlzetteln auftauchen, dass wir noch 64 weitere Bundestagswahlen brauchen, bis wir an der Macht sind in Deutschland. Mal noch zwei, drei Sätze zu Ihnen persönlich. Wann haben Sie denn den Spaßvogel in sich selber entdeckt? Vielen Dank für diese Frage. Wann haben Sie den Moderator in sich entdeckt? Ich mache das schon eine ganze Weile. Ja? Dann fangen wir doch mal in der Schule Familientisch. An. Familientisch. Ja, waren Sie schon der Spaßvogel, der Klassenclown in der Schule? Ich glaube schon, dass ich in Situationen, in denen ich im Geschichtsunterricht nicht mit Fakten aufwarten konnte, versucht habe, lustige Bemerkungen zu machen. Leider hatten wir einen sehr alten Geschichtslehrer, der das nicht gutierte. Ich glaube, das ist ja eine frühkindliche Prägung, vermute ich. Jetzt haben Sie parlamentarische Immunität, da können Sie sich einiges erlauben. Haben Sie Vorbilder? Dieter Hildebrand, Karl Valentin, sowas? Nein, es gibt natürlich Orientierungspunkte, also ich bin von Titanic sozialisiert oder mit Titanic sozialisiert worden und mit Monty Python in Großbritannien. Das ist der Humor, der mir gefällt. Und Vorbilder würde ich in meinem Alter nicht mehr. Haben Sie noch Vorbilder? Hatte ich eigentlich nie. Eher so, ich habe mir meinen eigenen Weg gesucht. Aber ich bin jetzt ja auch nicht so auf einer Schiene unterwegs wie Sie beim Humor. Ja. Nee, doch. Klar, die Taz hat mich mal als den Buster Keaton der deutschen Politik bezeichnet. Das finde ich eigentlich eine gute Einstufung. Wie sind Sie denn zu Hause? Sie sind verheiratet, haben zwei Kinder. Sind Sie da auch ironisch, bissig, zynisch oder sind Sie privat ganz anders? Das würde mir meine Familie niemals erlauben. Ich glaube schon, dass es... Was, zynisch zu sein oder anders zu sein? Nein, ironisch zu sein. Da kriege ich sofort aufs Maul von meinen Kindern und... Ich glaube, dass die öffentliche Person und die private Person ist weitgehend deckungsgleich. Aber nicht alles, was ich mir im Parlament erlaube, würde ich mir auch zu Hause erlauben. Wie geht es denn jetzt weiter? Bleiben Sie Satiriker oder liebäugeln Sie damit, ins ernsthafte politische Fach zu wechseln? Vielen Dank für das Angebot, aber ich glaube, das kann ich ablehnen. Ich habe absolut kein Interesse an Sacharbeit oder an seriöser Politik. Ich glaube, das ist erfolgreich, was wir machen und das will ich auch weiter tun. Das war Phoenix persönlich, heute mit Martin Sonneborn. Herzlichen Dank. Vielen Dank für den Kaffee und tschüss draußen an den Geräten.